Haben Sie nach Birnbuschwurzeln, Vater Dreihorn? Soll ich Ihnen vielleicht dabei helfen? Glaubst du, deine kleinen Ärmchen können das besser machen als mein Horn? Ha, das glaubst du doch wohl selber nicht. Meine Arme sind nicht klein. Vater Dreihorn hat gesagt, meine Arme sind klein. Kann sein. Aber Hände sind handlicher als Hörner, wenn du mich fragst. Pass auf! Für einige Dinge mögen Hörner gut sein, aber nicht für alle Dinge. Ja, ich bin dran. Sieht aus, als hätte mein Papsi recht. Deine kleinen Ärmchen sind für nichts zu gebrauchen, Chomper. Oh doch, das sind sie. Ich zeig's dir. Uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer entdeckt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Ich weiß nicht, was Erdschütteln verursacht, aber deine kleinen, dünnen Ärmchen garantiert nicht. Meine Arme sind nicht klein und dünn. Kommt, sehen wir nach, ob jemand verletzt ist. Erdschütteln gar nicht so schlimmlich. Nur ein paar Steinen und Bäumen umgefallen. Ich bin nur froh, dass niemand von uns verletzt ist. Das bin ich, ja, das bin ich. Hey, seht euch das an. Die Wasserstelle ist voller gar nichts. Hier ist auch kein Wasser. Nein, nein, nein. Kein Wunder, dass der Teich leer ist. Das schnelle Wasser ist auch nicht mehr da. Also, wenn ihr mich fragt, ich würde sagen, das Erdschütteln hat das gemacht. Dass der kleine Teich ausgetrocknet ist, das ist schlecht für uns alle. Bitte, Freunde, beruhigt euch. Was? Oh je, oh je. Es gab Zeiten, da war alles Wasser ausgetrocknet. Hinter dem kleinen Teich haben wir noch andere Wasserstellen. Das ist zwar etwas mühseliger für uns, aber wir schaffen das schon, Freunde. Darf ich etwas sagen, Großvater? Selbstverständlich, Littlefoot. Sag nur, was du auf dem Herzen hast. Erst gab es das Erdschütteln und dann trocknete der kleine Teich aus. Vielleicht hat das Erdschütteln das Wasser verschwinden lassen. Das Wasser ist weg. Was spielt das für eine Rolle? Naja, wenn das Wasser durch das Erdschütteln verschwunden ist, dann können wir vielleicht etwas tun, damit es wieder zurückkommt. Aber vielleicht auch nicht. Wenn du groß bist, lernst du den Unterschied zwischen den Dingen, die man ändern kann, und den Dingen, die man hinnehmen muss. Das ist ja gesagt. Ja. Tja, alle hier scheinen dir zuzustimmen, Vater Dreihorn. Fürs Erste müssen wir also mit dem Wasser auskommen, was wir noch haben. Und
denkt daran, ihr dürft kein Wasser verschwenden. Es ist wichtig, dass wir alle zusammenhalten. Ich finde, wir sollten etwas unternehmen. Und was? Wir können nachsehen, wo das schnelle Wasser hingeflossen ist und gucken, ob wir was tun können. Na, was meint ihr? Find ich gut. Japp, japp, japp. Ja, mir auch. Ich komm mit. Mit meinen nicht zu kleinen Armen. Das schnelle Wasser muss ja von irgendwo her kommen. Ich denke, wir sollten nachsehen, wo dieses irgendwo ist. Also schön, gehen wir es an. Ist das komisch, hier zu laufen, wo doch hier sonst das schnelle Wasser fließt? Oh ja, oh ja. Hey, helft mir, Freunde. Hey. Halt durch, Dagi. Hier, halt dich an mir fest. Deine Arme sind zu kurz. Warte, ich helf dir raus. Littlefoot. Und danke für den Versuch, Chomper. Ach, darum ist hier kein Wasser. Die Steine und Bäume blockieren seinen Weg. Meinst du, die Steine und Bäume sind durch das Erdschütteln dahin gekommen? Jep. Wir müssen sie beiseite räumen, dann fließt das schnelle Wasser auch wieder. Kinderleicht, Freunde. Wir reißen den Wall einfach ein. Naja, ich weiß nicht, Zera. Wir wissen doch nicht, wie tief das Wasser ist. Ich bin doch ein Schwimmer. Ich kann untertauchen und mal nachsehen. Gute Idee, Ducky. Aber sei vorsichtig. Hey, was ist das schwimmende Ding da, das nicht Ducky ist? Oh nein, das vielleicht ein scharfzahniges, schwimmendes Scharfzahn? Ich weiß es nicht. Wir müssen Ducky warnen. Er ist immer näher. Ducky, komm wieder raus, schnell. Das Lachen kenne ich doch. Das ist Mo! Hallo, meine Schlammbrüder! Du hast uns erschreckt, Mo! Entschuldigung! Mo hat sich beeilt, um Hallo zu sagen. Mo wurde unser Freund, als das große Tal überflutet war. Mo, das ist Chomper. Und das ist Ruby. Hallöchen. Hallo, Mo. Hallo. Jeder Freund von Littlefoot ist ein Schlammbruder von mir. Wie kommst du vom großen Wasser hierher, Mo? Mo hat neues Landwasser gesehen und gehofft, es würde ihn zu seinen Matschbrüdern führen. Also ist Mo losgeschwommen und hat euch gefunden. Oh je, Mini. Das schnelle Wasser hat den ganzen Weg vom großen Wasser zurückgelegt. Großes, großes Wasser, das ist das große, große Wasser. Es ist dunkel, tief und unheimlich, sehr ängstlich und gefährlich. Und manches ist ganz gruselig im großen Wasser. Mo schwimmt gerne herum, überall, ganz, ganz tief. Ziemlich, ziemlich tief. Da hat Mo Dinge gesehen. Ja, sogar den schwimmenden Scharfzahn. Oh, die schwimmende Scharfzahn. Das große, große Wasser. Das ist das große, große.
Zeit waren wir mal da. Und trafen Mo, wie wunderbar. Das schnelle Wasser kommt von da. Das große Wasser. Das große Wasser. Mo und Schlammbrüder treffen sich wieder hier zu jeder Zeit. Aber weißt du, eigentlich gehört das ganze viele Wasser ins große Tal. Oh ja, oh ja. Ja, du hast recht, Ducky. Über unser Wiedersehen hätte ich das beinahe vergessen. Wenn Littlefoots Läuferfreunde Wasser brauchen, hilft Mo. Siehst du diesen großen Wall da? Er hält das schnelle Wasser zurück. Ja, aber wenn wir ihn zerschmettern, dann husch, fließt das große Wasser wieder ins große Tal. Husch. Das mag Mo nicht. Mo hat recht. Wenn das ganze Wasser auf einmal abfließt, dann ist er im großen Tal gefangen. So wie viele andere großes Wasserschwimmer. Und was wollen wir jetzt machen? Wir müssen nur so viel Geröll wegräumen, dass das Wasser langsam weiterfließt. Dann hat Mo genug Zeit, um zum großen Wasser zurückzuschwimmen. Littlefoot ist klug. Sind deine kleinen Arme bereit zuzupacken, Chomper? Ja, das sind sie. Kommt jetzt der letzte Stein. Spiky, ich brauche deine Hilfe. Willst du denn nicht meine Hilfe? Chomper, ich glaube, das ist keine Aufgabe für dich. Ich weiß schon, ich weiß. Meine Arme sind viel zu klein. Na schön. Los, komm, Chomper. Versuchen wir es gemeinsam. Littlefoot braucht jemanden, der stark ist, genauso wie ich. Los, komm, wir schaffen das. Oh, Chomper! Mo, hilf! Ich auch! So lange. Chomper hat sich in den Schlingpflanzen verfangen. Zeig mir, wo Chomper ist. Ja, mir auch. Komm schon! Chomper! Chomper, du in Ordnung? Mir geht's bestens. Ich bin nur nass. Ich glaube, ich war doch keine sehr große Hilfe. Sag doch nicht sowas. Ruh dich erst mal aus, bis du dich besser fühlst.
Wasser gestorben. Das ist nicht gut. Und wir haben uns solche Mühe gegeben. Na und? Dann räumen wir die Steine eben wieder weg. Dann fallen neue Steine runter und nehmen den Platz der weggeräumten Steine ein. Dann war alles umsonst. Nein, Matschbrüder sind klug. Euch wird was einfallen. Spike, das ist der falsche Zeitpunkt, um zu trinken. Nein, Spikey möchte uns was zeigen. Da läuft Wasser aus dem Baumstamm raus. Na und? Oh, ich verstehe, Spikey. Oh ja, oh ja, oh ja. Das will Spikey uns sagen. Das Wasser, das aus dem Baumstamm tropft, kommt von der anderen Seite. Wir können den Baumstamm dazu benutzen, damit das Wasser langsam fließt. Aber das ist doch viel zu langsam. Das Wasser tröpfelt ja bloß. Ich glaube, im Baumstamm ist ein Stein, der das Wasser blockiert. Kommst du da ran, Ruby? Der einzige Weg, das herauszufinden, ist, es zu versuchen. Du kommst daran, Ruby. Deine Arme sind die längsten. Du schaffst das schon. Hey, Ruby. Ich sehe den Stein, der das Wasser blockiert. Ich sehe ihn auch. Meine Arme sind zu kurz. Ich komme nicht an ihn ran. Aber von hier aus müsste es gehen. Das könnte ich schaffen, wenn ich da durchkommen würde. Aber das Loch ist zu klein. Mein Arm passt da nicht rein. Aber vielleicht passt mein Arm rein. Wir müssen von hier weg, Freunde. Nicht, dass uns noch etwas passiert. Moment noch. Ich glaube, ich komme da ran. Ich bin dran. Komm schon. Du hast es geschafft! Es geklappt! Es geklappt! Wuhu! Das ist ja ganz wunderbar! Ohne dich hätten wir das nie hinbekommen, Chomper. Was soll ich sagen? Dann sind ja deine kleinen Arme doch zu was Nütze. Gut gemacht, Chomper. Das Wasser fließt ab. Mo muss gehen. Du hast recht, Mo. Wir müssen auch gehen. Wir werden dich vermissen. Sei nicht traurig, Littlefoot. Vergiss nicht, wir hatten heute sehr viel Spaß. Erinnere dich, erinnere dich. Wir waren heute sehr fröhlich. Das war ein wirklich schöner Tag. Ein Tag, wie ihn wohl jeder mag. Super fröhlich waren wir. Und so etwas vergisst man nie. Bist du vielleicht mal trauriglich? Dann bleibt nur eins. Erinnere dich. Erinnere dich, ich erinnere mich. Bis bald, Schlammbrüder. Mach's gut, Mo. Danke für deine Hilfe. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Das hoffe ich auch. Vergesst mich nicht. Ihr seid immer meine Schlammbrüder. Macht's gut. Wiedersehen. Mach's gut, Mo. Man hat dich kennengelernt zu haben. Wir sollten jetzt auch nach Hause gehen. Los, kommt.
Heute haben wir allen Grund zum Feiern, Freunde. Das schnelle Wasser ist zurückgekehrt. Und das haben wir unserem Nachwuchs zu verdanken. Ohne Chomper hätte das nie geklappt. Ohne seine kleinen Ärmchen hätten wir das niemals hinbekommen. Die Kleinen haben uns allen damit sehr geholfen. Wir können sehr viel von ihnen lernen. Ja! Ja! Naja, es ist so, wie ich immer sage. Wenn du willst, dass die Dinge besser werden, dann musst du was dafür tun. Gesehen. Littlefoot muss auch sehen. Was hast du gesehen? Das große Überraschung. Komm mit. Dieses Weg. Hallo, Littlefoot. Papa, du bist zurück. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Eine Überraschung, dass du und Shorty wieder im großen Tal seid, Papi. Wir sind dieses Mal früher gekommen als erwartet, aber... Du weißt doch, warum dein Vater hier ist, oder? Ron, mein Junge. Wir haben uns schon langsam gefragt, wo du so lange bleibst. Ich habe schon angefangen, den Prüfungsplatz vorzubereiten. Den Prüfungsplatz? Ja, für die große Langhalsprüfung. Hä? Die große Langhalsprüfung ist eine Reihe von Aufgaben, die junge Langhälse bestehen müssen, bevor sie in der Gruppe der Heranwachsenden aufgenommen werden. Normalerweise kümmern sich die Mutter oder der Vater von einem jungen Langhals darum. Deswegen bin ich hergekommen. Verstehe. Und was muss ich tun, um die Langhalsprüfung zu bestehen? Ah, das wirst du schon noch erfahren. Die Prüfung soll zeigen, ob ein junger Langhals die Fähigkeiten besitzt, die man braucht, um eines Tages eine Herde zu führen. Ist der verrückt? Du solltest heute lieber früher schlafen gehen, mein Kleiner. Deine Großmutter hat recht. Bei den ersten Strahlen der großen hellen Scheibe brechen wir zum Prüfungsplatz auf. Los, Littlefoot, bist du nervös wegen der Prüfung? Ein bisschen. Ich will die Prüfung unbedingt bestehen. Aber ich hätte lieber mehr Zeit gehabt, um mich vorzubereiten. Ron sagt, entweder man ist für die Prüfung bereit oder man ist es nicht. Das klingt fast so, als hätte Ruby es gesagt. Du hast gut lachen, Littlefoot. Ich möchte auch gern die Prüfung machen, aber Ron lässt mich nicht. Du bist auch bald an der Reihe, Shorty. Wenn du bereit dafür bist. Aber ich bin jetzt schon bereit.
Vielleicht machst du mit Shorty heute die Prüfung. An meiner Stelle. Es wird Zeit, Littlefoot. Gehen wir. Ich bin auch bereit, ein Anführer zu sein. Geh doch einfach runter zur Wasserstelle, Shorty. Da kannst du mit Littlefoots Freunden spielen. Ja, na schön. Ich wette, ich kann Littlefoots Freunden beweisen, dass ich bereit bin, ein Anführer zu sein. Alle hergesehen, da kommen Großmutter Langhals mit Shorty. Hallo, schön dich zu sehen. Hallo. Shorty möchte gern mit euch spielen, während Littlefoot mit seinem Vater unterwegs ist. Wunderbar, spielen wir. Na dann amüsiert euch, Kinder. Mit Shorty, wir spielen gerade Schwimmer und Spritzer, weißt du? Nein, danke. Schwimmer und Spritzer kann ich jeden Tag spielen. Aber wenn ich schon mal im großen Tal bin, möchte ich gern den großen Steinübergang sehen. Was für ein Ding? Den großen Steinübergang? Ja, Littlefoot hat mir davon erzählt, als ich das letzte Mal hier war. Er führt hoch oben über das schnelle Wasser rüber. Ich kann's kaum erwarten, da entlang zu laufen. Ich weiß nicht, ob wir das wollen, Shorty. Das klingt nach Spaß. Ein Abenteuer. Ja, und Littlefoot hat gesagt, dass ihr ganz verrückt nach Abenteuern seid. Ich will ein Abenteuer sehen, auf Abenteuerreise gehen. Das schärfste Abenteuer ist der große Steinübergang, na klar. Das ist ein Weg, den ich nicht mag. Das dauert mindestens einen Tag. Dass du weit weg, mein Mami sagt, ist gar nicht wahr. Los mir nach, ich bring euch hin. Dann sind wir da im Handumdrehen. Wir können's nur sehen, wenn wir hingehen. Auf Abenteuerreise gehen ist schön, doch eins müsst ihr verstehen. Am schönsten ist es, wenn wir alle gehen. Du möchtest gern, dass wir mit dir hingehen. Eine Abenteuerreise ist schön. Komm, das wird Spaß machen. Na los, alle mir nach. Wieso sollten wir dir folgen? Weil ich die große Langhalsprüfung schon bestanden habe. Oh, ist das wahr? Klaro, Klärchen. Das heißt, ich kann meine Herde zu einem Abenteuer führen. Sind wir etwa seine Herde? Entschuldige bitte, Shorty. Zum großen Steinübergang geht's da lang. Das wusste ich. Ich wollte nur erst noch einen Schluck trinken. Also, ich bin mir nicht sicher, ob er es schafft, den Steinübergang zu finden. Na und? Wenn er sich verirrt, haben wir nichts damit zu tun. Aber ich möchte auch gern den großen Steinübergang sehen. Also schön von mir aus. Hey, Shorty! Alles klar, wir werden mit dir mitkommen. Wusste ich's doch. Na dann mir nach. Wir sind da, mein Sohn. Und jetzt sagst du mir, worin die große Langhalsprüfung besteht? Zur Prüfung gehören drei verschiedene Aufgaben. Jede Aufgabe endet, wenn du einen roten Baumstern gefunden hast. Einen roten Baumstern? Alles klar. Die erste Aufgabe ist ein schwieriger Weg, der deine Stärke, deine Ausdauer und deinen Mut auf die Probe stellt. Du musst den höchsten Punkt des Tafelbergs erreichen, um die Aufgabe zu vollenden. Ich verstehe.
muss es bis nach oben schaffen. Littlefoot! Ich hab alles im Griff, Papa. Willst du lieber wieder runterkommen? Nein! Ich weiß, ich krieg das hin. Da ist ja auch der rote Baumstern. Jetzt muss ich nur noch irgendwie wieder runterkommen. Hey, super! Gelbe Summlinge! Das ist ja ekelhaft. Er steht auf scharfe Sachen. Ich kann nicht mit jemandem auf Abenteuerreise gehen, der sowas futtert. Wieso denn nicht? Das tut doch weh. Aber ich möchte den großen Steinübergang auch sehen. Ist schon gut, Chomper. Ich gehe mit dir zusammen zum großen Steinübergang. Die anderen gehen ohne uns mit Shorty. Na toll, was für ein Glück. Na los, folgen wir unserem Anführer. Papa, was sagst du jetzt? Ich hab es geschafft. Ich hab die erste Aufgabe geschafft. Gut gemacht, Littlefoot. Wenden wir uns jetzt der nächsten Aufgabe zu. Dabei musst du deine Intelligenz unter Beweis stellen. Du musst den zweiten roten Baumstern finden, der irgendwo im Wald versteckt ist. Und wie soll ich das anstellen? Du bekommst 3 Hinweise. Die Baumsterne sind gefallen. Achte auf den Baumbewuchs. Und pack das Problem bei der Wurzel. Die Baumsterne sind gefallen. Achte auf Baumbewuchs und pack das Problem bei der Wurzel. Wie soll ich denn bei den vielen Bäumen einen einzelnen Baumstern finden? Da oben ist er. Das ist der Steinübergang. Also, welchen Weg nehmen wir? Mir fliegt hoch und sieht, was der beste Weg ist. Ich möchte gern eine kleine Pause machen. Oh ja, das möchte ich, das möchte ich. Ganz wie du willst. Wenn du rumschwächelst, dann führe ich die anderen ohne dich dahin. Was? Wir können sie nicht auch noch zurücklassen. Vertraut mir. Das geht schon klar. Wir treffen uns dann da. Ich wette, ohne mich kommt ihr nicht dahin. Ihr habt viel zu viel Angst. Was? Angst? Zera, Shorty, dieser Weg längerer. Ich frage mich, wie Shorty die Anführerprüfung bestanden hat. Vielleicht war Prüfung für schlechte Anführer. Die Baumsterne sind gefallen. Achte auf Baumbewuchs, pack das Problem bei der Wurzel. Hey, der Baum hat keine Baumsterne mehr. Das heißt, sie sind alle runtergefallen. Augenblick mal. Wenn dieser Baum keine Baumsterne mehr hat, wie soll ich denn hier diesen einen roten Baumstern finden? Die Baumsterne sind gefallen. Achte auf Baumbewuchs. Baumbewuchs, den gibt es nur an einer Seite des Baums. Und jetzt? Pack das Problem bei der Wurzel. Wollen mal sehen. Rote Baumstern! Meinen Respekt, Littlefoot. Dann kommen wir jetzt zur letzten Aufgabe.
Warum hat das so lange gedauert? Wir wollten lieber den abenteuerlichen Weg nehmen. Ja, alles klar. Shorty, vorsichtig, Licht, du lieber nicht so dicht daran geht. Dieser Steinübergang sieht gar nicht so hoch aus. Oh, aber das ist er. Er ist ziemlich, ziemlich hoch. Hä? Ihr seid doch kleine Angsteier. Aber ich nicht. Shorty! Und Chomper kommt. Ich frage ihn nach Hilfe. Deine letzte Aufgabe besteht darin, einen Weg durch die Feuergrube zu finden. Und welche Langhalsfähigkeiten sollen damit getestet werden? Das kann ich dir nicht sagen. Das gehört zur Prüfung. Naja. Vielleicht springe ich einfach von Stein zu Stein. Aber die Feuerblasen könnten auf die Steine spritzen. Das ist also kein sicherer Weg, um rüberzukommen. Oh, es muss einen besseren Weg geben. Wir helfen euch, Shorty, zu helfen. Ich glaube, ihr könnt Hilfe gebrauchen. Hört auf zu quatschen! Zieht lieber! Wow, danke, dass ihr mir geholfen habt. Kein Problem, das haben wir doch gerne gemacht. Weil ihr mir geholfen habt, dürft ihr beide auch in meiner Gruppe sein. Herr Yumini. Danke. Baumstämme wie dieser sind eigentlich immer sehr gut zu gebrauchen. Aber wenn ich ihn in die Feuergrube schiebe, fängt er garantiert Feuer. Nein, das ist auch nicht gerade sicher. Es ist bestimmt gegen die Regeln, um einen kleinen Tipp zu bitten, was? Alles klar, wir nehmen diesen Weg. Das aber nicht Weg zurück. Na und? Das scheint ihn nicht zu interessieren. Er ist zu sehr damit beschäftigt, uns anzuführen. Mir wünscht Littlefoot wäre hier. Mal sehen, ob ich unserem Anführer was über Anführer beibringen kann. Hör mal, Shorty. Manchmal überlassen die besten Anführer einem anderen die Führung. Tatsächlich? Ja, klar. Frag doch einfach einen von uns, ob er auch den Weg kennt, so wie du. Naja, also als Anführer frage ich euch, ob einer weiß, wie wir wieder zurückkommen. Also, ich denke schon. Alle mir nach. Wenn ich keinen Weg über die Feuergrube finde, bin ich garantiert durch die Prüfung gefallen. Und das ist das Letzte, was ich möchte. Die große Langhalsprüfung, das ist die große Langhalsprüfung. Sie macht Spaß, doch sie ist schwer. Ich muss denken, klettern und viel mehr. Nur noch ein Test, ein einziger. Die Langhalsprüfung. Warum fällt mir nichts ein? Ganz allein, ich finde es nicht raus. Es gibt einen Weg.
muss hinüber, ganz klar. Aber wie? Denn sonst ist es aus. Also wie mache ich das? Die große Langhalsprüfung. Das ist die große Langhalsprüfung. Ich schaff das schon, ich darf nicht ruhen. Ich muss nur noch das Richtige tun. Ich weiß genau, ich schaff sie schon. Die Langhalsprüfung. Die Langhalsprüfung. Naja, vielleicht... Vielleicht schaffe ich es ja, über die Feuergrube rüber zu springen. Oh, nein, das schaffe ich nie im Leben, darüber zu springen. Tut mir leid, Papa. Ich finde keinen sicheren Weg, darüber zu kommen. Ich bin wohl nicht bereit, ein Anführer zu sein. Hm. Ich gratuliere dir, Littlefoot. Du hast die große Langhalsprüfung bestanden. Was? Aber wieso denn? Ich konnte die Feuergrube nicht überqueren. Wieso habe ich bestanden? Diese Aufgabe war anders als die anderen. Dabei wurde dein Urteilsvermögen getestet. Die Aufgabe war nicht zu lösen, Littlefoot. Und du hast richtig entschieden, es gar nicht erst zu versuchen. Und wenn ich versucht hätte, über die Feuergrube zu gelangen? Dann hätte ich dich aufgehalten, denn du hättest es nicht geschafft. Aber auch wenn du die Prüfung nicht bestanden hättest, Littlefoot, hätte ich dich immer noch geliebt. Gehen wir. Kommen die beiden. Littlefoot! Hast du den Test bestanden? Ja, das hat er. Papa, ich hoffe, ich kann eines Tages genau wie du eine Herde anführen. Tja, Littlefoot. Sieht aus, als hättest du bereits eine Herde, die du anführen kannst. Na super! Wieder ein Langhalsanführer. Hey, Littlefoot. Du musst mir alles über die Prüfung erzählen. Gib dem kleinen Shorty keine Hinweise, Littlefoot. Huh? Hinweise? Shorty ist noch nicht bereit für die große Langhalsprüfung. Na, was hab ich euch gesagt, Freunde? Hey, Augenblick! Heißt das, du hast sie noch gar nicht bestanden? Naja, also, nein, aber ich werde sie bald bestehen. Ich hoffe nicht allzu bald. Wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt der wunderschöne neue Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir.
Abenteuer erlebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit, vor unserer Zeit. Zera! Was? Du glaubst doch nicht, dass die Bauchschleifer Zera haben? Oh nein, nein, nein! Hm. Arme Zera! Hä? Huh? Zera! Was ist denn? Zera! Hey, du lebst, Zera! Ich bin ja so froh, dass dir nichts passiert ist. Bauchschneppers nicht Zera geschnappt? Das war knapp. Ich saß in der Falle. Steine lagen mir im Weg, aber dann sind sie plötzlich abgehauen. Du hast die Bauchschleifer in die Flucht geschlagen? Als die Steine runtergefallen sind, haben die Bauchschleifer Angst bekommen. Zera Bauchschleifer Angst gemacht? Du hast uns gerettet. Jap, jap, jap. Naja, eigentlich nicht wirklich. Zera hat sie in die Flucht geschlagen. Und das ganz allein. Hört mal, ich... Also schön gut von mir aus. Zera? Zera hat den Bauchschleifern Angst eingejagt. Jetzt sind sie wieder ins geheimnisvolle Jenseits geflüchtet. Eigentlich hatte ich nur... Zera ganz doll mutig. Wir müssen sehen, wo sie reingekommen sind und das Loch versperren. In der Zwischenzeit seid ihr Kinder zu Hause besser aufgehoben. Na schön. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten wir von dieser Öffnung nichts erfahren. Danke, Kinder. Zera, ganz großes Held. Hä? Oh, mir allen erzählen, dass Zera großes Held. Nein, warte! Sonst ist ja auch egal. Alle herhören! Zera ist großes Held! Zera uns gerettet vor Bauchschleifers! Mutige Zera Bauchschleifers in die Flucht geschlagen! Zera ist ganz großes Held! Da ist sie ja! Das Heldenmädchen! Seht mal, Freunde, die Baumsterne! Warum fallen sie plötzlich runter? Sieh an die Heldinliebe hoch. Sie hat die Bauchschleifer verjagt. Sie hat gekämpft ganz unverzagt. Mutig und heldenhaft. Die Großen sind davon gerannt, obwohl Zera noch so klein ist. Sie hat ins Jenseits sie verbannt, was keiner ihr vergisst. Zera, Zera, die Heldin lebe hoch, die Heldin lebe hoch. Was sie getan ist wunderbar, erzählt den anderen, wie es war. Sie ist ein Superstar, das Dreihornmädchen Zera. Ich wusste schon immer, dass du etwas ganz Besonderes bist, Zera. Na, Langhals, weißt du, was meine Tochter gemacht hat? Ja,
Ich war an diesem Morgen mit ihr zusammen. Sie hat die Bauchschleifer mit links in die Flucht geschlagen. Ja? Ich denke, das wird dich interessieren. Wir haben den Eingang in der Felswand verschlossen. Und von den Bauchschleifern war weit und breit nichts zu sehen. Natürlich nicht. Wenn ein Dreihorn jemanden verjagt, dann lässt er sich nie wieder blicken. Ist doch so, Zera, oder? Naja, das hoffe ich. Eigentlich habe ich nichts Besonderes gemacht. Keine falsche Bescheidenheit. Du bist eine Heldin. Du hast gekämpft, während deine Freunde weggerannt sind. Nur gut, dass sie nach ihrem Vater kommt, was, Langhals? Wer von euch möchte die Geschichte vom mutigen Dreihornmädchen hören? Ja, die Geschichte. Spann uns nicht länger auf die Folge. Komm schon. Na dann erzähl mal, Zera. Naja, wir haben in der Nähe vom Kreis der Felsen rumgetobt und... Hier oben vom Rednerfelsen. Und sprich etwas lauter. Littlefoot und Chomper und ich... Komm gleich zu deinem Teil. Entschuldige, Papsi. Also schön, los geht's. Da stand ich nun allein diesen Bauchschleifern gegenüber. Sie war in die Enge getrieben, wisst ihr? Richtig. In die Enge getrieben von den Bauchschleifern. Ich stieß gegen die Felsbrocken. Nein, nein. Sie ist viel zu bescheiden. Aber wir wollen hören, wie es wirklich war. Ist doch so, oder? Ja. Also los, raus damit. Oh, mir will auch. Das sehr spannende Geschichte. Erzähl uns, wie mutig du warst, Zera. Und wie du die stinkigen Bauschleifer ins geheimnisvolle Jenseits zurückgejagt hast. Ja, genau. Du hörst, was sie sagen, Zera. Nun erzähl ihnen schon deine Geschichte. Na schön. Ich war also umzingelt. Von den fiesesten Bauchschleifern, die man je gesehen hat. Und sie schnappten nach mir mit ihren riesigen, ungeputzten Zähnen. Sie wollten meinen Freunden wehtun. Gruselig! Oh, nein, nein, nein! Oh, doch. Aber das konnte ich nicht zulassen. Also, tja, Also lockte ich sie in eine Schlucht. Oh. Meinen genialen Plan in die Tat umzusetzen. Wenn du nicht beleidigt bist, Spikey, dann reite ich heute lieber auf Zera, dem mutigen Dreihornmädchen. Hm. Natürlich nur, wenn du damit einverstanden bist, Zera. Ja, klar. Gute Idee. Du ganz sicher, wenn bei Spielen irgendwas Böses passieren. Was sollte denn beim Spielen passieren? Nichts wird während des Spielens passieren. Außer, dass meine Mannschaft gewinnt. Vielleicht warst du gestern die große Heldin, Zera. Aber heute bist du nur ein ganz normales Dreihornmädchen. Also los, zeig, was du drauf hast. Was ist denn? Wir wollten nur das mutige Dreihornmädchen sehen. Jetzt habt ihr sie gesehen. Erzähl ihnen die Geschichte, wie du die Bauchschleifer in die Flucht geschlagen hast. Oh ja, bitte. Erzähl uns alles. Bitte, Kleines. Ich habe die Geschichte doch schon gestern erzählt. Oh, da war ich unterwegs. Ich war auch nicht da. Ich kenne die Geschichte auch nicht. Das super Geschichte. Und Zera ganz doll tapfer und mutig. Naja, ich war schon irgendwie ganz mutig. Und du hast das große Tal vor den Bauchschleifern gerettet. Das war wirklich unglaublich, nicht wahr? Jeder weiß, dass Bauchschleifer gefährlich sind. Aber ich wusste schon immer, wie man mit ihnen umgeht. Als sie meinen Freunden hinterherjagten, wusste ich, wie ich sie aufhalten kann. Egal, wo wir hingehen, überall wollen sie ihre Geschichte hören. Sie hat bestimmt nichts dagegen. Über Zera zu sprechen ist eine von Zeras Lieblingsbeschäftigungen. Da hast du recht. Naja, das geht schon klar.
Sie hat es ja auch verdient. Und dann befreite ich mich aus der Falle. Ich schubste die großen Steine auf die Bauchschleifer und jagte sie davon. Bauchschleifer auf der einen Seite und Bauchschleifer auf der anderen Seite. Oh! Hallo, Littlefoot. Ruby, ihr wollt wohl auch die Geschichte meiner Tochter Zera hören, was? Nein, die kennen wir doch schon. Im Gegensatz zu meinen Freunden rannte ich nicht weg. Ich wusste, wie ich sie aufhalten kann. Diesen Teil haben wir aber noch nicht gehört. Dann jagte ich den rot gepunkteten Bauchschleifer den ganzen Weg zurück. Aber seine beiden Freunde... Waren das denn drei? Das waren doch nur zwei Bauchschleifer. Naja, vielleicht habt ihr den dritten ja nicht gesehen. Denn immerhin seid ihr ja weggerannt. Oh. Ich glaube, es ist ja total feige. Ach, wo war ich gerade? Ach ja, zwei neue Bauchschleifer tauchten auf. Und sie waren riesig. So groß wie zwei große Bäume. Von so einem großen Bauchschleifer habe ich noch nie gehört. Aber von solchen Typen lasse ich mich doch nicht aus meinem Tal verjagen. Sie stapften mit ihren gigantischen Füßen auf. Doch ich versperrte ihnen den Weg und sagte, ihr verschwindet aus meinem Tal! Was? Und sie rannten davon ins geheimnisvolle Jenseits, um nie wieder zurückzukehren. Alle irren. Ja, wunderbar. Jeder, der die Geschichte von dem unglaublich mutigen Dreihornmädchen noch einmal hören möchte, kann herkommen, kurz bevor die große helle Scheibe den Himmel verlässt. Immer wenn ich die Geschichte von ihrer Heldentat höre, erfahre ich neue Dinge, die passiert sind. Ja, weil sie immer, wenn sie die Geschichte erzählt, die Geschichte neu erzählt. Oh, mir nicht geweiß, dass Bauchschleifer so groß werden. Hey, vielleicht rieche ich die Bauchschleifer deswegen immer noch, weil sie so groß sind. Hä? Du kannst sie immer noch riechen? Ja, seit dem Tag, als sie sie verjagt hat. Ganz egal, wie groß sie sind, wenn sie im geheimnisvollen Jenseits sind, dürftest du sie nicht mehr riechen können. Es sei denn, sie sind gar nicht zurückgelaufen. Nein, Zera, die Bauchschleifer sind ins geheimnisvolle Jenseits zurückgejagt. Die haben ganz schön rumgestampft. Wenn sie wirklich so viel rumgestampft haben, haben sie doch auch Fußabdrücke hinterlassen. Wir sollten zum Kreis der Felsen gehen und nachsehen. Dann wissen wir, welcher Teil von Zeras Geschichte der Wahrheit entspricht und welcher Teil von Zeras Geschichte nicht der Wahrheit entspricht. Da ist der Kreis der Felsen. Das muss Ort sein, an den Zera Bauchschleifers verjagt hat. Aber ihren Gestank hat sie nicht verjagt. Na und? Das heißt nicht Bauchschleifers hier. Ja, vielleicht Bauchschleifers doch hier. Das kommt aus der Richtung. Deshalb kann ich sie immer noch riechen. Oh, oh. Aber sie hat sie doch davongejagt. Hast du gesehen, wo sie hingelaufen sind? Ja, der Weg führt nach Hause. Wir müssen die anderen warnen, schnell. Also, Zera gar nicht kein Held? Bestimmt wissen alle im geheimnisvollen Jenseits schon über mich Bescheid. Vielleicht erzählen sie dort auch gerade die Geschichte von dem mutigen Dreihornmädchen, so wie wir. Aber für die ist das eine Gruselgeschichte. Niemand legt sich mit dem unglaublich mutigen Dreihornmädchen an. Hm. Vielleicht werde ich mich demnächst mal um Rotklaue kümmern. Die Bauchschleifer, sie sind wieder zurück. Sie sind wieder da. Hier? Völlig unmöglich. Hast du nicht die Geschichte gehört? Ja, aber die wirkliche Geschichte habe ich gerade selbst gesehen. Und Petri, Littlefoot und Chomper auch. Jawohl. Und ich habe sie mit meiner Nase geschnüffelt. Warum könnt ihr nicht akzeptieren, dass Zera besser ist als ihr? Sie hat sie für immer davongejagt. Punkt. Schluss. Aus.
Die Bauchschleifer haben zu viel Angst vor Zera, um zurückzukommen. Ist doch so, Zera, oder? Zera? Seid ihr sicher, dass das Bauchschleifer waren? Vielleicht habt ihr euch ja geirrt. Du hast gesagt, du hast die Riesenbauchschleifer verjagt. Naja, vielleicht waren sie ja gar nicht so riesig. Aber sie sind doch vor dir weggelaufen, nicht wahr? Sie sind weggelaufen, aber ich habe nicht gesehen, wohin. Eigentlich habe ich ja gar nichts Besonderes gemacht. Zufällig sind ein paar Steine runtergefallen. Und dann sind sie abgehauen. Ich habe sie gar nicht verjagt. Das bedeutet, die Bauchschleifer sind immer noch im großen Tal. Das versuchen wir euch ja die ganze Zeit zu sagen. Dann ist sie kein Held. Sie hat gelogen. Wie gemein. Und wir dachten, sie wäre mutig. So ein Schwindel, sowas tut man doch nicht. Sie hat uns reingelegt mit Lügengeschichten. Nie zuvor hat sich das jemand geleistet. Und jetzt sind wir in Gefahr, das ist wahr. Doch was ist jetzt? Das Dreihornmädchen schützt uns nicht davor. Unser Tal ist wieder in Gefahr. Sie war gemein, dir darf sie nicht sein. Jagt sie davon. Freunde. Bitte beruhigt euch. Wir hätten einfach die Sicherheit unseres großen Tals nicht den Kindern überlassen dürfen. Das ist unsere Aufgabe und jetzt müssen wir diese Bauchschleife aufspüren und sie für immer davonjagen. Du solltest lieber hier bleiben. Ich kann nicht glauben, dass ich gedacht habe, du wärst das unglaublich mutige Dreihornmädchen. Nein, nein, nein! Warum hast du uns Geschichten erzählt, die gar nicht wahr sind? Papsi? Ich bin sehr, sehr von dir enttäuscht. Aber Papsi! Spar dir die Worte. Ich muss darüber nachdenken. Das ist alles die Schuld von diesen Bauchschleifern. Wenn die nicht gekommen wären, jetzt sind mir alle für immer und ewig böse. Sogar mein Papsi. Wenn sie nicht weggelaufen wären, dann hätte ich ihnen bestimmt Angst eingejagt. Mit meinem lauten Brüllen. Zum Beispiel so. Papsi? Lasst meine Tochter zufrieden. Dass ihr wegkommt, verschwindet! Ah!
habe euch doch gesagt, es war ein Dreihorn. Sorgen wir dafür, dass sie nie wieder zurückkehren. Es tut mir leid, Papsi. Nein, mir tut es leid. Ich habe dich dazu getrieben, die Geschichte immer mehr auszuschmücken. Trotzdem habe ich geschwindelt. Das hätte ich nicht tun dürfen. Aber es war so ein tolles Gefühl, eine Heldin zu sein. Ach, Zera, du wirst immer mein unglaubliches Dreihornmädchen sein. Danke, Papsi. Und außerdem, niemand nimmt es mit einem Dreihorn auf.